Ja, Freunde, wir sind wieder zurück hier in Warzone, heute mit einem etwas besonderen Video, denn der Aufbau soll heute mal ein bisschen anders sein, deshalb bleibt unbedingt dran, kommen wir gleich drauf zu sprechen, ich brauche da nämlich ganz, ganz dringend euer Feedback dazu, deshalb, ja, wie gesagt, auf jeden Fall dranbleiben. Ganz kurz eine Sache, ihr seht es vielleicht, ich sehe komplett müde aus und das bin ich auch, es ist jetzt eine anstrengende Zeit gewesen, die letzten Tage, Wochen eigentlich, ja, viel vorproduzieren müssen immer, dann kam Gamescom, was absolut keine Entspannung ist als Creator und da musste ich jetzt irgendwie den Content von der neuen Season, was ja wirklich während der Gamescom praktischweise schon begonnen hat, alles nachholen und muss jetzt wieder ein bisschen vorproduzieren, denn ab Donnerstag werde ich umziehen, ja. Für mich geht es nach München, habe ich auch den Kanisterkopf-Channel, wo ihr gerne mal vorbeischauen könnt, ein Abo da lassen könnt, weil er sehr aktiv ist. Auch ein Video zu hochgeladen, mit ein bisschen up-to-date euch gebracht. Das habe ich auf dem Main-Channel hier noch nie gemacht, aber hier an der Stelle die kleine Information, ja. Für mich geht es dann raus aus diesem Setup, ja. Das heißt, es wird eines der letzten Videos sein, die noch von diesem Setup aus kommen. Es kommen noch einige, ist ein bisschen was vorproduziert worden auch, aber ja, wie gesagt, aktuell ein bisschen stressig, deshalb verzeiht es mir, falls ich an der einen oder anderen Stelle vielleicht mal nicht so ganz bitter aussehe. Aber ich habe ja schon angesprochen, das Video wird ein bisschen anders aufgebaut sein. Es geht heute um die PPSH, die einen Buff bekommen hat mit dem Season 5 Update jetzt und die ist unfassbar stark jetzt wieder. Da gibt es eine sehr, sehr geile Klasse, um die soll es heute gehen. Und ich habe Fortune's Keep heute Morgen gespielt, Solos, und ich hatte drei perfekte Runden direkt hintereinander, ja. Drei Wins in Folge und ich habe mir danach dann gedacht so, ey, ich habe jetzt immer die besten Clips mir gespeichert. Ich versuche gar nicht, euch mein Setup zu erklären, wie ich Clips speichere. Das ist viel zu komplex für die meisten von euch. Aber ich speichere bzw. nehme nie ganze Gameplays auf im Stream, sondern immer nur die besten Clips. Die kann ich mit so einem Fußpedal, was hier unten auf dem Boden liegt, womit ich nicht cheate, sondern Clips aufnehme, die letzten 45 Sekunden immer speichern, ne? Und so reihe ich mir dann eben die besten Clips in Aufnahmequalität aneinander und macht daraus ein Video. Ihr kennt das ja mit dem Beat hinten dran und so weiter und so fort. Ich hatte aber drei richtig, richtig gute Runden, die ich nie im Ganzen recorded habe, sondern immer nur die Kills. Und dann dachte ich mir jetzt, hey, wie wäre es, wenn ich diese drei Runden aus dem Livestream nehme, Link zum Livestream in der Videobeschreibung, und die einfach aneinanderreihe und ein bisschen cutte, so dass man sich das easy anschauen kann. Also quasi immer noch nur die interessanten Szenen, aber eben trotzdem ein bisschen mehr von den Gameplays, einfach damit man das sieht, in einer Reihenfolge diese drei Runden mit den Highlights. Und da könnt ihr mir sehr gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr das fandet. Das werde ich jetzt einfach mit einem chilligen Beat hinterlegen und dann könnt ihr euch das Gameplay geben. Da sind auch ein paar bisschen Gequatsche ist dann auch mit dabei, was ich halt mit dem Chat mache und so. Deshalb, ja, das ist ein bisschen anders jetzt, als es sonst immer war. Deshalb da sehr, sehr gerne mal eure Meinung zu dem Ganzen, in die Kommentare. Vielleicht machen wir sowas mal häufiger. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit den Gameplay-Szenen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefällt. Lasst ein Abo da, falls ihr noch neu sein solltet. Und wir sehen uns gleich natürlich wieder mit den Stats und natürlich auch dann mit der Klasse. Let's go. Gebiet ab, auf den Himmel achten. Geil. Für mehr Gameplay in kurzer Zeit ist auf jeden Fall Fortune's Keep besser. Wenn ich jetzt in meinen Loadout gehe, das ist ja übel sick. Das ist übel scheiße. Denkt der, er kann an meinen Loadout fahren oder was? Alter, was hier wieder abgeht. Okay, das ist eine sehr gute Lobby. Auch PPSH macht auch unfassbar viel Spaß, muss man sagen. Richtig geile SMG. Ja, auf die Range vielleicht jetzt nicht mehr so unbedingt, aber darf man noch nicht so ganz erwarten von der PPSH, denke ich. So, wo wird hier Action sein? Ich habe leider kein Geld für eine Drohne. Hallo, liebe Freunde von Winery. Digga, hier ist ungelootet. Hier kann nichts sein. I'm driving away. Alle ganz unten. Was wollt ihr denn da unten? Hallo, Jungs und Mädels. Ihr müsst da doch gar nicht hin. Das ist doch alles super. Ihr könnt doch auch hier oben fighten. Oben ist doch viel cooler. Aua.
PPS war so geil. So viel Spaß mit der Waffe. Das ist wirklich sick. Hab richtig Bock. Es läuft doch. Mais non, mais oui, oui, oui. Er musste den Zombie klatschen. Nein, kein Spezi. So scheiße. Gasmaske und Sohn. Komm, ich finde schon alles gut. Alles gut, musst du nicht machen. Oh mein Gott, ich glaube, er wurde gefightet. So lucky. Nee, das war nicht geplant. Ui, 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 first round oder was, hä? Was eine geile Lobby. GG's? GG's. Tschüss. Nein, nur einen bekommen. Oh, geil, der andere war aber uihi. Bom, 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 bom. Ich war ja auch immer der übelste Battle Royale-Fan. Ich habe nie Rebirth gespielt, wirklich. Ich habe 40 oder 50 Wins in Rebirth gehabt. Zur Verdansk-Zeit. Und da haben ja viele schon richtig krass viel, oh mein Gott, ich dachte, das ist ein Gegner, Resurgence gespielt, also Rebirth und so. Beispielsweise Kaiser, ne? Also Chris hat ja richtig früh schon richtig viel Rebirth gespielt. Und ich habe eigentlich nur Verdansk gespielt, aber einfach seit Caldera draußen ist, so viel mehr die Rebirth-Modi. Ich glaube, es geht den meisten so, oder? Zu Verdansk-Zeiten richtig viel Verdansk und jetzt zu Caldera-Zeiten richtig viel mit andere. So schlechtes Aim. Oh mein Gott. Und so ein Shepper kassiert. Von Erfolg. Wir komplett umgekehrt, haben nur 60 PR-Wins und 1k Rebirth-Wins. Ist ja auch ass. Battle Royale ist für richtige Männer. Hallo, Herr Styles, ich entschuldige mich für die Verspätung. Ja, das kannst du dir sonst wo hinstecken, ne? Das gibt ein, der Strich im Tagebuch. Der Strich im Tagebuch, ach Mann. Der Strich im Klassenbuch, der ist schon da, ne? Ui, ja, Lodi-Kiste, beste Leben. Kann man hier mal reinschnuppern? Kann man hier mal Hallo sagen? Hallo? Na? Haben Sie kurz Zeit für mich? Haben Sie? Das ist aber gut. Dankeschön. Die schießen da hinten. Was macht ihr denn da? Feindliche Drohne ist aktiv. Unkorrekt, dass er sich so Mühe gegeben hat. Kein Mist. Der andere überlebt? Er hat tatsächlich überlebt? Oh mein Gott, aber ich nicht. Ne, geht mir jetzt mal ganz kurz sicher auf den Sack, ihr Boss. Ne, das muss jetzt nicht sein. Tiny Pac-Man! Dass du dich hier so einmischst. Junge, was eine Scheiße hier schon wieder abgeht, ne? Von überall alarmiert. Es ist doch okay, es reicht doch. Ja, der Controller wurde hingelegt. Aua.
Nein! Oh mein Gott! Nein! Ich habe sie ihm so an die Arschbacke geheftet und ich schäme mich nicht. Ich schäme mich nicht. What's your plan, Bro? Digga, rennt der jetzt gerade vor den Bots weg? Geil, geil. Oh nein! Oh mein Gott! Feindliche Drohne ist aktiv! Hier Phoenix 3, Schlag unterwegs. Oha! Digga, sehe ich jetzt auch so im... Das wäre geil, wenn ich so aussehen würde jetzt im Flieger. Wow, wie cool! Digga, ich werde hier so aus meinem Drogentrip hier abgeholt oder so. Keiner weiß. War eine LSD-Lobby gerade ein bisschen, ja. War wild. Ja, auch wieder eine gute Lobby gewesen. Einfach lustig. Oh, oh. So auf Crack hier gerade, ne? Das ist so schlimm. Ja, Spawnshots und ich habe nicht genug genommen. Ja, diese PPSH meldet aber auch wirklich alles weg, ne? Ich renne ja auch ein bisschen durch die Lobbys. Das ist wieder eine gute Lobby. Aber die PPSH hilft schon sehr dabei. Nicht sein. Ich muss hier raus, ne? TTW! Was ist denn da los? Oh nein. Also unlucky. Ich bin wieder so im Sandwich gelandet. Alter. Das muss eigentlich nicht sein. Klasse. Oh mein Gott, dieses Timing. Nicht geplant. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Oh mein Gott, hat der einen Hit-Bitch. Das Gas nähert sich dir.
Feini Pac-Man schon wieder. Junge. Digga. Das ist doch der mich vorhin auch die Nate angeheftet habe, oder? War das Back-to-Back-to-Back gerade eigentlich? Ich glaube schon. Könnte sein, ja. Einfach die drei Runden ohne Schnitt und gib ihm. Ja, true. Eigentlich kann ich die drei Runden einfach aneinander heften und dann brauche ich gar keinen Cut zu machen, sondern einfach so hochladen. Ja, Freunde, da sind wir wieder. Wie gesagt, ich hoffe, euch haben die Gameplay-Szenen gefallen. Unbedingt euer Feedback so rum in die Kommentare. Wir kommen zur PPSH 41. Die war ja schon mal Krankmeter. Die hatte eine extrem OP Time to Kill. Und die ist jetzt tatsächlich wieder ähnlich stark. Und das finde ich sehr geil, weil die PPSH macht sehr, sehr viel Spaß. Und deshalb, ja, gucken wir uns mal die Stats von der an. Die hat gar nicht so krasse Base-Stats. Also wenn wir die hier mal vergleichen mit der Amagera, mit dem Meta-Loadout, Blixen mit dem Meta-Loadout und die PPSH eben mit der neuen Klasse, dann können wir hier beim Vergleich sehen, warte, ich packe euch mal ganz kurz die PPSH mit der richtigen Klasse weg. Ihr habt gar nicht mal so eine krasse TTK mit der PPSH, ja, 693 Millisekunden und das ist gegen die anderen zwei SMGs schlechter. Aber mit der richtigen Klasse sehen wir hier unten 539 Millisekunden Time to Kill auf die Brust, was schon extrem ist, ne? Also das ist ein deutliches Stück besser, wie ihr hier seht, als die Amagera und die Blixen, die ja ähnlich gut sind, sage ich mal, von der TTK her. Und die, ja, PPSH gewinnt da deutlich. Und wir können hier auch auf egal welches Körperteil gehen. Ihr seht immer diesen lila Balken unten auf jeden Teil des Körpers. Außer tatsächlich auf den Nacken hat die Amagera ein bisschen bessere Time to Kill. 2 Millisekunden stärker. Aber auf den Kopf gewinnt dann auch hier wieder die PPSH mit 392 Millisekunden. Unter 400 Millisekunden. Das ist so die Time to Kill von der FFR zur Meta-Zeit mit 250 HP damals gewesen. Das ist schon sehr, sehr krank, ne? Also die Stats sprechen auf jeden Fall für die PPSH und ich würde sagen, wir schauen uns die Klasse an. Um die Grau ging es ja im letzten Video. Guckt euch das Video auch unbedingt an, ja? Richtig, richtig geil, dass die wieder gebufft wurde. Wer das nicht mitbekommen hat, gerne abchecken. Und das ist die PPSH. Stimmt die eigentlich? Ich glaube, ja, doch, die stimmt. Genau diese Klasse ist es, macht extrem viel Spaß. Ich würde auch diese Aufsätze auf jeden Fall so verwenden, vor allem auch hier fester Griff statt flink. Natürlich ist das sehr geil, nochmal ein bisschen, ja, mehr Bewegungstempo zu haben, aber mit fester Griff habt ihr eben weniger Rückstoß und die Klasse hat eben eine krasse Time to Kill, weil da viele Aufsätze drauf sind, die die Feuerrate erhöhen und eben den Schaden ändern und so weiter und so fort. Dann hat die aber eben relativ viel Rückstoß, das wollen wir nicht, deshalb machen wir noch fester Griff drauf und hier unter anderem den Skelett Griff, um hier das Movement dann wieder reinzuholen, was sehr, sehr geil ist. Also wirklich, diese Klasse schmeckt sehr, sehr gut. Ausprobieren und gerne schmecken lassen. Ich glaube, ich habe die Klasse von StuKex an der Stelle. Der hat aber hier, wieso auch immer, verlängert drauf gehabt, was meiner Meinung nach keinen Sinn macht. Deshalb, ja, Unterschall und Abfahrt. In diesem Sinne, viel Spaß mit der Klasse. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Haut da rein. Ciao, ciao.